Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde. Die Shisha-Warntester mit dem Shisha-Wally und mir Victor Wiese wieder am Start. Und wir haben ihn wieder eingeladen, den Junes 1977. Jens ist wieder am Start. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Doch, auf jeden Fall. Und da der Jens schon Erfahrung hat mit einem gewissen Produkt, haben wir gedacht, wenn er schon da ist, dann werden wir gleich das Produkt auch vorstellen. Denn diesen da oben. Es geht um den... Moment, ich hole ihn schnell runter. Das ist nicht die Überschrift. Da ist er. Nirvana Super Shisha Tabak. Feed your head. Fütter deinen Kopf mit dem neuen Nirvana Tabak. Gut, neu, was heißt neu, wann ist er rausgekommen? Ende letztes Jahr, oder? Oktober, November, irgendwann da war das. Und jetzt gibt es den in Deutschland zu kaufen. Das Besondere an dem Tabak ist, er kommt aus... Amerika. Aus Amerika, also amerikanischer Tabak. Super feucht, wie man auch jetzt eingeblendet sehen kann. Der Tabak hat einen guten Schnitt, wenig Ästchen und super feucht. Also braucht man nichts mehr machen. Eigentlich perfekt feucht, braucht nicht mehr ausdrücken oder nachfeuchten oder sonstiges. Also der ist wirklich gut beieinander. Kann man direkt so in den Kopf geben. Den Kopf haben wir, wie ihr jetzt schon eingeblendet seht im Video über uns, haben wir den Kopfbau eingeblendet. Mit einem ganz normalen Tonkopf, Hasan Pasha in dem Fall, drei Viertel gefüllt, eine Lage Gastro-Alufolie oder drei normale Haushaltslagen-Alufolie kannst du da verwenden. Komplettlochung, kleine Löcher überall und dreimal die Kokopalmkohlen haben wir drauf. Und ja, kann man den Overpacking rauchen? Ja, kann man, aber er ist auch für den Abstands... Muss man nicht, ne? Auch für Abstandssetup geeignet. Wenn wir mal zum Geruch kommen, wir haben übrigens 200 Gramm Berry Blast. Gibt es nur in 200 Gramm in Deutschland. Und wenn wir zum Geruch kommen. Man riecht nicht nur Beeren raus, sondern auch was Erfrischendes. Aber keine Minze. Könnte eine Erdbeere sein. Ja, irgendwie sowas in die Richtung, würde ich sagen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. So eine Erdbeere, also so rote Beeren, würde ich sagen. Ja, plus noch so eine leicht frische Note, ja, aber jetzt keine Minze. Vielleicht so eine leichte Zitronennote, so irgendwie sowas. Ja. Aber gut, ansprechend. Ich bin leider doch ein bisschen krank, wie man es auch hört. Ich rieche leider kaum was raus. Ich rieche nur was, ja, Fruchtiges jetzt so, ganz, 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 ganz dezent, also... Und irgendwas, was mich so an den Ultimate Black erinnert, sowas. Also an Brause? Brause, technisch. Ekelhaft. Aber nur ganz, ganz dezent. Aber wie gesagt, ich rieche kaum was, weil bei mir ist wahrscheinlich zu. Deswegen werde ich heute auch kaum was zu dem Tabak sagen. Ich würde den so negativ wahrscheinlich bewerten. Was ist Besonderes an dem Tabak? Der Tabak enthält Doka. Da darf der Jens da was dazu sagen. Sagenhaft Doka, ja. Also es sind, man kann es erkennen, ich weiß nicht, ob du jetzt was noch einblendest. Ja, einblendet jetzt so kleine, ja, wenn man genau hinguckt, sind die jetzt nicht schwarz, sondern so leicht grün. Kleine Sprenkel Doka. Doka ist ein... Tabak, der ursprünglich aus Iran kommt, aus dem Iran. Sehr stark. Die rauchen den da schon sehr lange, ich glaube ein paar Jahrhunderte gibt es den schon. Und die mischen den noch mit Gewürzen und Rinden. So stand es jedenfalls im Internet, mit Rindenstücken. Ja? Ja. Und der hat halt einen ziemlich hohen Nikotingehalt. Und das verursacht dann einen leichten Nikotinflash. Wo die Amis so draufstehen, die stehen so auf so einem Flash im Kopf. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht viel gegessen heute und auf dem nüchternen Magen merkt man das schon. Also mich tut es jetzt ein ganz klein wenig flashen, aber es hält sich im Rahmen. Aber wenn ich jetzt direkt an die frische Luft gehen würde, würde ich glaube einen ganz leichten Flash kriegen. Also ich merke es ganz leicht, wenn ich mich bewege, aufstehe, kurz die Kohlen wende oder sowas, dann merke ich schon einen ganz leichten Flash. Aber jetzt, wenn ich sitze und ruhig mich verhalte, da ist das Ganze... nicht zu spüren. Meinst du so ein Flash wie der Superheld in Amerika, oder? Ja. Ich sehe dann den Blitz vor mir. Ah, bist du so schnell, oder? Ja.
mit Superkräften werde ich dann ausgestattet. Aber so lässt es sich wirklich problemlos rauchen. Beim Kopfbau muss man jetzt nicht wirklich was großartig beachten, locker in den Kopf füllen, nicht pressen. Hast du schon mal im Ami-Setup geraucht? Habe ich auch, ja. Wie hast du denn da gebaut? Ja, eigentlich so knapp über dem Rand. Ja, und da locker auch, oder? Locker, ja. Eigentlich jetzt nicht arg gepresst, locker ein bisschen über den Rand. Und dann ist der Flash, sag ich mal, nicht ganz so intensiv, ja, also im Abstand. Wie findest du es besser? Abstand oder Ami? Ja, kommt drauf an. Also ich vertrage guten Flash, ja. Also ich rauche gerne im Abstand, ja. Also ich kann gut im Abstand. Also Abstand gibt mehr Flash wie, wie Ami-Setup, ja, oder? Ja. Okay. Und ja, Geschmack. Olli, lassen wir mal außen vor. Oh. Ihr hättet jetzt mich gerade gesagt, null. Aber wirklich ohne Spaß, die schmeckt gar nichts. Ich habe vorhin noch ein bisschen was geschmeckt beim ersten Tabak, aber was ich bin eigentlich rum. Ich weiß es gerade, ja, stimmt, warum? Da könnte ich auch einen Flat Eric herholen, der könnte da genauso viel dazu sagen. Ja, stimmt, also manche werden sich jetzt auch fragen, warum rauchst du überhaupt, wenn er nicht schmeckt? Er genießt, er ist ein Genießer. Ich kapp hier sauer, wegen dem Flash. Er ist ein Genießer. Also ich gehe weiter jetzt. Okay. Ja. Also was sagt die Genießer? Okay. Also ich schmeck eigentlich jetzt nicht wirklich direkt irgendwas raus. Also es schmeckt beerig, es schmeckt so nach diesen, nach einer Mischung von roten Beeren. Ja, und Zitrusnote eigentlich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt nicht drin. Also einfach eine süße Mischung von roten Beeren, würde ich jetzt sagen. So, wenn man jetzt daneben hockt, dann fühlt man sich leicht verarscht, weil man selber nicht schmeckt, dann denkt man sich, die verarschen einen. Stimmt, das schmeckt noch gar nicht. Also ich schmecke auch rote Früchte, merkt man auf jeden Fall. Erdbeere so in die Richtung, schmeckt man leicht raus. Aber ich kann jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, was jetzt da genau drin ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, rote Beerenfrüchte sind da drinnen. Ist da jetzt noch eine Zitrone, Limetten oder irgendwie sowas in der Richtung drinnen, wird schwer. Wird schwer, ja. Also war ein Geruch. Im Geruch hat man vielleicht noch sagen können, ja, so eine leichte Zitrusnote, aber jetzt im Geschmack hätte ich jetzt... Ganz minimal. Es überwiegt auf jeden Fall diese Beerennote. Die ist auf jeden Fall gut vorhanden. Und Qualmen tut es auch, wie gesagt. Qualmen tut super. Gut, ich habe die Kohlen jetzt auch ein bisschen weiter in die Mitte gemacht, dass es ein bisschen mehr Hitze gibt. Aber so lässt er sich einwandfrei rauchen. Ganz leicht beim Anrauchen hat man vielleicht ein leichtes Drücken gespürt, wo wir noch nicht auf Sendung waren, aber das war ganz schnell wieder weg, wo wir die Kohlen dann weiter an den Rand geschoben haben. Ansonsten, ja, was hast du vorher für ein Nirvana geraucht damals bei dir? Skull Control und Punishment. Ja, und die waren ja auch beide sehr lecker. Ja. Und was man dem auch zugutehalten kann, dass sie sehr, sehr lange geschmacksintensiv bleiben. Ja, also der hält richtig lang den Geschmack durch. Also wenn man eine Stunde zu zweit raucht, schmeckt man das Ganze eigentlich fast eine Stunde komplett raus, was drinnen ist. Das kann man auf jeden Fall positiv anmerken, weil viele Tabaksorten, wie auch zum Beispiel Start Now, die verlieren nach circa einer halben Stunde sehr stark an Geschmack. Die meisten Sorten, es gibt auch Ausnahmen, und bei denen ist es eben so, dass der Geschmack fast durchgehend vorhanden bleibt. Ja, und zu kaufen gibt es das Ganze, wie gesagt, in 200 Gramm Dosen in Deutschland für günstige 26,90 €. Na? Aktuell einer der teuersten Tabaksorten in Deutschland. Mir fällt keiner ein, der teurer ist. Fast, ne? Mhm. Starbucks ist zwar nur teuer und Social Smoke, aber regulär, ja. Regulär, ja, wenn man jetzt so aufs Kilo hochrechnet, haben wir hier 134,50 € fürs Kilo. Ja? Ja. Kann man sich den Tabak mal kaufen? Ich würde sagen ja, aber nur, wenn man wirklich... wenn man wirklich eine Stunde lang den vollen Geschmack haben möchte, das wollen die meisten, und wenn man sagt, ja gut, ich bin jetzt nicht so der Raucher, der immer aufs Geld schaut, dann für ab und zu ist es okay. Für Shisha-Bars absolut nicht geeignet, viel zu teuer. So für den Otto-Normalverbraucher auch sehr teuer. Aber ich sag mal, ab und zu kann man sich schon mal so eine Dose leisten. Auf jeden Fall. Zu kaufen gibt es zum Beispiel bei shisha-sky.de. Das ist der Importeur des Tabaks. Steht auch auf der Dose, wo habt ihr sie eigentlich? Wo ist die Dose? Wo ist sie? Wo ist die Dose, ja. Wo ist denn die Dose? Egal, auf jeden Fall steht auf der Dose drauf, dass sie von Shisha Sky kommt. Ah, hier ist sie. und
Ja, aktuell in den Shops gibt es noch 6 bis 7 verschiedene Sorten. Wie viele es anfangs in Deutschland gegeben hat, weiß ich jetzt auswendig nicht mehr. Ich denke mal knapp 10 Sorten werden es gewesen sein. Und ja, also Kaufempfehlung gibt es geschmacklich auf jeden Fall auf den Tabak raus. Preislich eher so einen Daumen nach unten, aber muss jeder selber entscheiden. Geschmacklich auf jeden Fall ja. Ja, also würde ich auch sagen. Eher nein. Bei ihm nein. Nee, also ich sag auch jetzt, also mein Favorite von denen, wo ich jetzt probiert habe, war das Skull Control. Na, was schmeckt der? Was war Knochen. Der? Nee, da war glaube ich so Passion Fruit. Passion also auch ein bisschen fruchtiger. Ein bisschen fruchtiger, ja. Und ich sag mal, wenn man da jetzt eine Geschmacksrichtung findet, wo man sagt, boah, der ist geil, ja, dann wäre ich auch bereit, da den Preis zu zahlen. Es ist halt das Problem, dass man sich halt gleich eine große Dose kaufen muss. Das gibt es halt in den kleineren Gebieten. Ja, in Amerika würdest du wahrscheinlich wieder 50 Gramm oder 100 Gramm zu kaufen ja. bekommen, aber in Deutschland leider nur 200 Gramm. Aber lieber das wie gar nichts. Wäre der Tabak ja. normal legal in Deutschland? Nein. Er ist zu feucht, ganz klar. Er ist zwar effekt gefärbt oder sonstiges, aber normalerweise dürfte es den Tabak gar nicht in Deutschland geben. Deswegen sind wir froh, dass es der Tabak nach Deutschland geschafft hat. Und ja, dann hätten wir eigentlich alles. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben geben. Schaut auf jeden Fall noch beim Jens vorbei, also Junes 1977 einfach eingeben. Sein Kanal wird auch nochmal in der Infobox verlinkt. Dort könnt ihr auf seinen Kanal zugreifen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auf jeden Fall uns abonnieren. Das geht direkt unter uns. Dort ist der Button zum Abonnieren. Und zum letzten Video geht es hier auf der rechten Seite. Dort könnt ihr uns unser letztes Video nochmal anschauen. Auch ein interessantes Review können wir auf jeden Fall empfehlen. Ganz kurz vorweg noch, wir rauchen übrigens in der Amy Heavy Shay Wasserpfeife, haben wir ja auch schon reviewed. Falls euch die Pfeife gefällt, schaut euch einfach das Review von uns an. Gut, dann war's das für heute. Wir hätten es geschafft. Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal mit dem Shisha Olli, mit dem Junes und mit mir Big2B. Bis dann, Servus!